Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Peter Henlein, die Taschenuhr. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die Übersicht zur Dokumentation. Eine differenzierte Einführung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel stellt die Biografie von Peter Henlein vor und die Erfindung der tragbaren Uhr, der Taschenuhr. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Peter Henlein und die Taschenuhr. Zunächst zur Biografie. Peter Henlein wurde 1479 in Nürnberg geboren und starb dort im August 1542 mit 63 Jahren. Peter Henlein war ein begabter Schlossermeister in Nürnberg. Ihm wird die Erfindung der am Körper tragbaren Uhr zugeschrieben, sowie die Verbesserung des Uhrwerkantriebes und eine Miniaturisierung des Räderwerks. Über seine Biografie ist wenig Sicheres bekannt. Sein Vater war der Messingschmied, man nannte das Rotschmied, Peter der Erste Henlein, seine Mutter war Barbara Henlein. Nach einer Schlosserlehre ab 1495 wurde er 1509 als Schlossermeister in die Zunft in Nürnberg aufgenommen. Wegen Raufereien, man höre, stand er dreimal vor Gericht und wurde auch einmal verurteilt zusammen mit anderen. Peter Henlein war dreimal verheiratet, die ersten beiden Frauen starben leider früh. Er starb im Sommer 1542 in Nürnberg. Von Peter Henlein gibt es keine zeitgenössischen Porträts. Dieses ist ein Denkmal, später erstellt in Nürnberg als Brunnenfigur. Es ist schwierig, Peter Henlein Uhren zuzuordnen, weil damals nicht immer Monogramme angebracht wurden. Es sind einzelne Uhren aber mit seiner Signatur gesichert und erhalten, sowie auch in Stadtakten belegt. Henlein stellte auch Großuhren her und wurde zuletzt als Uhrengutachter geschätzt. Er brachte es zu hohem Ansehen und einigem Wohlstand, zuletzt waren Fürsten und Herzöge bei ihm Kunden. Seine am Körper tragbaren, verkleinerten Uhren hatten die Form eines Bisamapfels. Das waren damals beliebte Schmuckdosen für Duftstoffe oder Medizin, wie hier im Bild, oder eines kleinen Zylinders, wie im nächsten Bild. Hier eine sehr frühe, tragbare Nürnberger Uhr in Dosenform, die früher Peter Henlein zugeschrieben wurde, aber wahrscheinlich nicht von ihm stammt, aber sehr ähnlich zu seinen Werken ist. Tragbare Uhren werden wenig später, etwa ab 1550, also nach Henleins Tod, als Nürnberger Ei erwähnt, wahrscheinlich abgeleitet von Euerlein, also Ührlein. Diese tragbaren Taschenuhren verbreiteten sich in rascher Folge kurz darauf über ganz Europa und wurden bedeutsam für Handel, Wirtschaft und Wissenschaft. Zum Werk von Peter Henlein und seiner Wirkung. Die älteste erhaltene Uhr mit einem Federantrieb stammt von 1430 aus Burgund und liegt im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Die in der Zeit folgenden tragbaren Taschenuhren sind bei genauer Betrachtung feinmechanische Meisterwerke auf kleinstem Raum. Dieses Bild zeigt einen wohlhabenden Kaufmann aus unserer Hansestadt Danzig und bringt die erste bildliche Darstellung einer am Körper tragbaren, einer portablen Uhr, das ist die kleine Uhr in Dosenform auf dem Tisch vor ihm. Seit langem wurden mechanische Uhren durch große Gewichte betrieben. Im frühen 15. Jahrhundert, also vor Peter Henlein, wurde der Federantrieb erfunden. Dieser war die Voraussetzung für die Entwicklung von tragbaren Taschenuhren oder sogenannten Sackuhren. Die Feder ist meist spiralförmig gewunden, wie hier im Bild zu sehen, allerdings eine
ähnliche Feder von einer Schmalfilmkamera. Sie wird aufgezogen und sie speichert Energie, die beim Ablauf der Feder über ein Getriebe in eine Drehbewegung umgesetzt wird. Das Getriebe enthält einen Regler oder eine sogenannte Hemmung. Diese Hemmung, früher auch Gang genannt, ist eine Baugruppe in Räderuhren, die die Verbindung zwischen dem Räderwerk und dem Gangregler herstellt. Das ist zum Beispiel ein Pendel. Diese Grafik zeigt eine solche Hemmung, allerdings eine andere Art von Hemmung und für spätere Pendeluhren. Das Prinzip ist aber das gleiche. Diese Hemmung wurde durch den englischen Universalgelehrten, den sehr vielseitigen Robert Hooke, entworfen. Das nächste Bauteil in den Uhren ist der Gangregler. Ein Gangregler bewirkt über das periodische Anhalten, also Hemmen des Räderwerkes, den gleichmäßigen Gang der Uhr. Schwerkraftpendel waren als Gangregler bereits seit der Antike bekannt, können jedoch nur in klobigen, ortsfesten Uhren verwendet werden. In diesen frühen Taschenuhren kam als Gangregler ein Torsionspendel oder Drehpendel zum Einsatz, hier im Bild. Das ist ein schwingungsfähiges System aus einer Feder und einem drehbar gelagerten Festkörper. Torsionspendel sind sehr stoßempfindlich und wurden von jeder Bewegung des Trägers beeinflusst. Sie haben Tagesfeder von mehreren Minuten. Wegen dieser Gangungenauigkeit hatten die Uhren zur Zeit Peter Henleins auch nur einen Zeiger, den Stundenzeiger, hier im Bild zu erkennen. Der Minutenzeiger wurde erst im 17. Jahrhundert hinzugefügt. Diese sehr frühe und schöne Taschenuhr gehörte dem Reformator Philipp Melanchthon. Das Aufziehen der Feder hielt das Uhrwerk immerhin einen halben Tag lang in Betrieb. Das Zifferblatt mit dem einen Zeiger ist natürlich gewöhnungsbedürftig und zeigt die Zeit nicht sehr genau an. Der verbesserte Nachfolger der empfindlichen Torsionspendel aus der frühen Zeit Peter Henleins wurde die Unruh. Die Unruh ist ein schwingungsfähiges System aus einer Spiralfeder und einem drehbar gelagerten Rad und dient ebenfalls als Gangregler, hier im Bild als Schemazeichnung zu sehen. Sie wurde erst 1675 durch den genialen niederländischen Tüftler Christian Huygens entwickelt, ein Astronom und Physiker von 1629 bis 1695. Die Ganggenauigkeit der Uhren wurde damit auf etwa 10 Sekunden täglich erhöht. Dieser schöne Nachbau einer frühen Dosenuhr von Peter Henlein sei das Hintergrundbild für die Skizzierung der weiteren Entwicklung. Dem englischen Erfinder und autodidaktischen Uhrmacher John Harrison von 1693 bis 1776 gelang ab 1735 in mehreren Modellschritten als erstem die Entwicklung einer schiffstauglichen Uhr mit hoher Ganggenauigkeit und damit die Lösung des Längengradproblems für die Seefahrt. Erst diese präzisen Chronometer ermöglichten die großen Entdeckungsreisen und die Vermessung der Welt. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus genialer Technik und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Grenzen unseres Faches hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Peter Henlein, geschickt und kreativ waren und die Welt verbessert haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.